Hiho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Wikingerfreunde, zu Kaltschuss, der Entdeckung Finnlands. Wir sind in der letzten Mission, die Rückkehr, haben bereits ein freundliches Eskimo-Dorf entdeckt und die bösen Mayas, die da oben hausen und unsere Krieger schon getötet haben. Die liegen nämlich hier noch ein bisschen herum. Sehr makaber. So, irgendein Gebäude wurde fertiggestellt. Ich glaube, das Zweifamilienhaus hier. Da kann er einziehen. Er müsste auch demnächst mal heiraten. So, zum Müller. Alles gut hier. Hier geht uns langsam Möbel und Geschirr aus. Dafür liegt hier noch jede Menge Weizen rum. Was okay ist. Die Indianer haben zum Glück keinen Drang, von da oben runterzukommen. Oh, das Lagerhaus ist leer. Das heißt, du wirst wieder zum Träger. Du arbeitest in der Bäckerei. So. Weil das Haus da brauchen wir jetzt wirklich nicht mehr, also das Lagerhaus. Hier gibt es zwar jede Menge Eisen, aber ich habe ja gesagt, die Schmelzindustrie packe ich hier oben hin. Also hier ein Eisenschürfer, Goldschürfer. Hier irgendwo das Lager dann. Und so weiter. Das heißt, ja gut, die Wegweiser müssen da bleiben, damit nachher meine Jungs aus der Kaserne die Bögen finden. Und ja, wir müssen uns wieder um mehr Nahrung kümmern. Deswegen ist unser Träger jetzt wieder der Träger. Töpferei steht schon eine Weile leer. Ja, sobald unser Lehmsammler soweit ist. Wenn unser Steinmetz, unser zukünftiger, erwachsen ist. Oh, nebenbei. Dreifamilienhaus können wir ja jetzt bauen. Das geben wir jetzt mal in Auftrag. Damit unser Farmer, unser Müller und unser Fischer ein Zuhause haben. Dem Fischer werden irgendwann die Fische ausgehen und er wird als Farmer arbeiten. Das habe ich ja schon mal beschlossen. Ja, Nahrungsmittel sind nicht so das Problem. Werkzeugschreinerei, die können wir abreißen hier erstmal. Wir haben da nicht zufällig jetzt Platz für eine Möbelwerkstatt. Doch, hätten wir. Das ist gut. Wir warten jetzt aber trotzdem, bis hier wenigstens das Holz abgeholt wird. Ich könnte schon sogar irgendwie das Leder abholen lassen, indem ich mein Vorratslager damit baue. Ja, ich weiß, dass das Steinmetz schon lange leer steht. Aber darum wird sich auch demnächst gekümmert, wenn Thorfinn erwachsen ist. Und ja, wir könnten eigentlich wieder Speed geben.
Damit alles schneller geht, genau. Also mit der L-Taste Geschwindigkeit erhöhen. Oh ja, und du kannst jetzt dann anfangen zu töpfern. Wobei, es ist noch einmal Geschirr hier. Holst du das Geschirr? Ja, du hast das letzte Geschirr. Sehr gut. Das heißt, eigentlich können wir dich schon zum Töpfer machen. Das letzte Geschirr holst du und Möbel, ja. Oh, da ist das Dreifamilienhaus fertig. Sehr schön. So, sie holt das letzte Geschirr. Du bräuchtest auch Geschirr, nehme ich an, ja. Möbel können wir noch warten, bis die beiden abtransportiert sind. Dann gibt es hier auch keine Möbel mehr. Leder würde hier noch rumliegen. Ah ja, da liegt Leder. Du bist erwachsen, gut. Das heißt, du wirst unser Kundschaft. Und bist mal so nett und errichtest die nötigen Sachen. Also die Wegweiser zu unserer neuen Stelle, wo wir hinwollen. Hier hätten wir noch etwas Grün. Brauchen wir allerdings nicht. Das mit Bier werde ich noch irgendwie hinkriegen. So, du gehst gleich heiraten. Wenn du dein Geschirr da fertig hast. Oder auch nicht. So. Du bist verheiratet, gut. Wir planen jetzt das, das Lagerhaus. Wir brauchen nur ein Lagerzelt, ein Vorratszelt. Ich würde sagen, hier ist gut. Und vor das Vorratszelt ein Wegweiser. So, dann den nächsten Wegweiser hierhin. So, das nächste Leder, was du finden wirst, ist dort. So, doch. Hier neben ihr Vorratszelt. Oh ja, Jägerzelt steht schon eine Weile leer. Wir brauchen jetzt wieder Schuhe. Nicht keine Schuhe mehr, sondern einen Jäger. So, du wirst Zivilist jetzt. Gehst in die Schule, um Lebenssammler zu lernen. So, wir haben einen Töpfer erfunden. Brauch du mal noch dein Lehm auf, was du hast. Oh. So, jetzt passt das. Jetzt müsstest du zur Schule kommen. Und das Leder hier ist weg. Also können wir hier
unsere Möbelwerkstatt bauen. So, Vorratszelt ist fertig. Gut. Das heißt, baut noch die Möbelwerkstatt. Und ja, wenn das Weizen hier alle geht, Lebenssammler, haben wir zur Not immer noch hier drüben genug Weizen rumliegen. Die Möbel sind jetzt auch alle hier. Ja, das Wasser hier brauchen wir nicht. Wir haben ja zum Glück hier einen Brunnen errichten können. So, du hast Lebenssammler in der Schule gelernt. Gut. Steinmetz. Und hier einziehen. So. Ist gut, dass du jetzt gleich hier eingezogen bist, weil du bist hungrig und müde. Nahrung gibt es jetzt auch in Hülle und Fülle. Gut. So, da soll der Holzfäller mal in die Möbelwerkstatt einliefern. Du bist erfahren und kannst trainiert werden, das ist gut. Hier ist sonst auch alles. Gut, außer dass du nicht da wohnst, wo du wohnen solltest. So, Stein wird produziert. Also abgebaut, besser gesagt. Das heißt, wir kümmern uns jetzt hier oben langsam um das Zeug. Dafür brauchen wir erst einmal einen Holzfäller. Holzfällerzelt hier. Ja. Ihr beide bitte dahin. Okay, unser Steinmetz hat schon mal den Steinmetz gelernt. Das heißt, wir können eine Goldmine hier hinbauen. Und eine Eisenmine hier hinbauen. Und ein Holzfällerzelt. Steinmetz Holzfällerzelt. Hier hinbauen. Ja, gut. Und zwei Familienhäuser noch. Einen für den Gold.
Und einen, also für Gold und Holz. Eins und das andere für Eisen. So. Das heißt, ich brauche auch drei Jungs, zwei Mädchen. Ein Junge. Zweiter Junge. Dritter Junge.